Meine lieben Freunde, ich möchte mich heute bei euch herzlich und aufrichtig bedanken. Ihr habt die letzten 48 Stunden einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass wir mein Rechtsanwaltsteam im Kampf gegen Markus Söder rund um den Münchner Staranwalt Alexander Stevens, um den Passauer Strafrechtsprofessor Dr. Holm Butzke erweitern konnten. Er ist ein anerkannter Experte im Strafrecht, der eine jahrzehntelange Erfahrung in Deutschland verfügt, ja, einen gewissen Ruf hat, der über die Grenzen hinausgeht. Und nicht zuletzt eure Unterstützung macht es mir möglich, nebst meiner Anwaltskanzlei mit Dr. Alexander Stevens aus München auf einen weiteren Anwalt zurückzugreifen. Damit sind unsere Kriegskassen, würde ich sagen, durchaus gut gefüllt. Wir sind gut bestückt. Wir sind gut bestückt mit justiziellen Waffen gegen diesen Vernichtungsfeldzug, den Markus Söder gegen mich betrieben hat vor einem Jahr nach meiner Rede in Osterhofen bei der Aschermittwochsrede, wo er gemeint hat, sich beleidigt zu fühlen, wobei ich sehr überrascht war, dass man Markus Söder überhaupt beleidigen kann. Ja, er hat kein Prozessrisiko, wie ihr wisst. Er hat keine Strafandrohung, er braucht keinen Anwalt, er hat die Staatsanwaltschaft, er zahlt keinen Cent, damit hält er sich lästige Geister vom Hals. Und ich werde ihm jetzt stellvertretend auch für euch alle zeigen, dass es auch Grenzen gibt. Und zwar auch Grenzen in der Machtausübung und in der Instrumentalisierung der Staatsanwaltschaft. Die letzten gut 365 Tage bald habe ich mit Alexander Stevens, glaube ich, sehr gut zusammengearbeitet. Freue mich, dass ich mit ihm weiterhin zusammenarbeiten werde, dass wir das Team bereichert haben. Wir haben schon einen entscheidenden Beitrag geleistet, eine entscheidende Vorarbeit geleistet. Und im März werden wir dann mit dem Verfahren starten. Ich konnte heute sowohl die weiteren Honorarnoten bei der Anwälte wieder mal begleichen. Ja, das ist halt so. Aber, meine lieben Freunde, natürlich ist in einem Gerichtsprozess der juristische Berater einer der Gewinner. Aber ich will ja nicht nackt in ein Verfahren gehen, wo Markus Söder mit der gesamten Staatsmacht meine und damit eure Meinungsfreiheit einschränkt. Und wie gesagt, herzlichen Dank noch einmal für diesen großartigen Beweis eurer Treue, eurer Loyalität. Ich bin, ja, für meine Verhältnisse fast sprachlos, denn es ist uns in den letzten 48 Stunden viel gelungen. Herzlichen Dank und vergelt's Gott.